er schon wieder an. Was? Na, das Weihnachtsgetue. So, jetzt ist es 10. Du setzt mich beim Volkstheater ab und um 1 treffen wir uns beim Japaner. Du weißt ja, vis-à-vis vom Theater, die kleine Gasse. Und sei pünktlich, die Kathi hat extra bestellt. Luise, ich bin hier nicht zu meinem Vergnügen. Ich bin hier, weil ich vielleicht einen Riesenauftrag kriege. Ne? Eine ganze Siedlung. 30 Doppelhaushälften. Weißt du, was das heißt? Ich kann mir's vorstellen. Einer schaut dem anderen ins Klo. Oder ins Schlafzimmer, durchs Panoramafenster, über die Natursteinmauer. Blödsinn. Im Vorgarten steht der Gartenzwerg und hinten wird gegrillt. Und wenn's hochkommt, steht die Hollywood-Schaukel neben einem Mini-Biotop. Schlecht. Und abends, wenn man durch die Siedlung geht, leuchtet das blaue Licht der Television und gibt dem Ganzen einen zauberhaften Schimmer. Ich weiß gar nicht, warum du so sarkastisch bist. Die Leute leben halt gern so. Und außerdem bringt es uns viel, viel Geld. Hoffentlich. Mag sein. Trotzdem sehe ich nicht, warum du den schlechten Geschmack unterstützen musst, wo du doch weißt, wie das ist in so einem Spießerhaus. Ah, da, Herr Wetterwind. Die Mama. Du hast keine Lust auf die Oma, was? Aber Luise, ich bitte dich, so schlimm ist das doch nicht. Arme im Jahr freundlich sein. Sonst kümmerst du dich doch eh nicht um sie. Und der Geburtstag? Also gut, zweimal. Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Hast du übrigens ein Geschenk für sie? Ich? Wieso ich? Ist doch deine Mutter. Das ist wieder einmal typisch. Kannst du mir erklären, wann und wo ich Zeit gehabt hätte? Gehst halt mit mir in die Stadt. Irgendwas findet sich schon. Du vergisst meinen Termin. So lang kann das ja auch nicht dauern. Sagst halt, du gehst mit deiner Luise, Frau zum Arzt. Luise, ich sag's dir lieber gleich, ich werde nicht kommen. Aber ich hol dich ab, damit wir rechtzeitig bei der Mama sind. Wenn du das machst, wenn du mich im Stich lässt, dann kannst du allein zu deiner Mutter fahren und dann kannst du ihr auch allein sagen, warum wir heuer kein Weihnachten feiern. Luise, jetzt reicht's aber. Luise! Luise! Haben Sie was besonders Scheußliches? Tja, also das ist unser Hit. Die Traumvilla, Habanera, das Haus für jede Jahreszeit. Und das heißt? Das heißt, diese Villa ersetzt jeden Urlaub. Freitreppe wie in Schönbrunn, Barockgeländer wie in einer toskanischen Villa, na natürlich Fertigteile, Natursteinmauer wie in Kanada, Grillplatz wie auf einer spanischen Finca und Panoramascheiben aus Zirbenholz, also Alu, wenn Sie wissen, was ich meine. Und was ist das für ein Stil? Was verstehen Sie unter Stil? Naja, dieses Gemisch, wie würden Sie das nennen? Ich würde sagen, Ibizalpin. Ibizalpin. Und das gefällt Ihnen? Natürlich. Und nicht nur mir. Dieses Haus, diese Villa, entspricht dem Zeitgeist. Ich meine, dem Geschmack und den Wünschen, nicht? Die unsere Kunden uns. Ich meine, man hat ja eine Aufgabe, kulturpolitisch gesehen. Das Volk will erzogen werden. Ach ja, will es das? Und das von Ihnen? Könnte es sein, dass hier ein Missverständnis vorliegt? Es scheint mir fast, als haben Sie ein Problem. Ja. Und einen Namen. Einen guten Namen. Guten Tag. Nie hat er Zeit für mich. Aber ich soll immer da sein. Seine blöde Wäsche waschen, seine Socken stopfen, sein Haus putzen, mich um seine Kinder kümmern. Sind ja auch deine. Und auch noch ein Geschenk für seine Mutter besorgen. Ach, bis hierher steht's mir. Heiraten. Wohl die blödeste Idee meines Lebens. Nie wieder, ich schwör's euch, nie wieder würde ich mich drauf einlassen, auf so einen... Mistkerl? Was machst du hier? Entschuldigung. Schuhe ausziehen, bitte. Ach so, ja, Entschuldigung, bitte. Ich hab mir gedacht, du bist mir wichtiger als diese scheißliche Siedlung. Und da hab ich... Was hast du? Na ja, ich hab Ihnen gesagt, dass ich diese spießigen Geschmacklosigkeiten nicht mit gutem Gewissen vertreten kann. Sag jetzt nichts. Sondern dass ich einen Namen zu vertreten habe. Servus.
unseren Namen. Grüß dich. Und dass wir es nicht nötig haben, unser Geld mit Mist zu verdienen. Ich habe auch so genug zu tun. Und das hast du für mich getan? Ja. Joe, wenn du mich heute fragen würdest, ich würde wieder ja sagen. Bevor wir jetzt alle in Tränen ausbrechen, wollen wir euch das Neueste mitteilen. Der Jonas und ich. Die Kathi und ich. Wir heiraten. Nein. Endlich? Warum? Ja, und wann? Wo? In der Kirche? In Weiß? Hast du einen Trauzeugen? Ach Gott, die Mami dreht durch. Endlich wieder eine Chance zum Angeben. Nix. Die Mami ist gar nicht dabei. Wieso? Weil wir in Mauritius heiraten. Allein. Ohne Familie. Allein? Ohne mich? Ohne deine Schwester? Ich hab gesagt, sie wird beleidigt sein. Alle werden beleidigt sein. Beleidigt? Beleidigt ist gar kein Ausdruck. Gekränkt bin ich, zutiefst gekränkt. Meine kleine Schwester. Bei meiner Hochzeit hast du die Schleppe getragen und jetzt, wo du heiratest. Luise, es ist doch nicht bös gemeint. Es ist nur der Gedanke an die ganze Familie. Stell dir doch vor, die Mami und die Tante Maureen und Jonas Eltern, wo mich seine Mutter doch sowieso nicht leiden kann. Und dann auch noch die Omama. Was hat denn die Omama damit zu tun? Die Omama gehört auch zur Familie. Ich bin deine Familie. Ausgerechnet Mauritius. Wann genau fahrt ihr denn? Am 12. Dezember ab, am 25. zurück. 2 Wochen Halbpension, Zimmer mit Meeresblick. Hochzeit kann man sich auswählen. Europäisch, buddhistisch oder indisch. Super. Aber dann seid ihr auch zu Weihnachten unten. Ja. Ja, weißt, ich hab mir gedacht, dann ist alles in einem Aufwasch. Und kein Stress. Und ich? Mich lässt du allein und ich hab alles am Hals? Also, Luisa, versteh mich doch. Ich würde dich ja sofort mitnehmen. Na, dann fahr mal halt mit. Nach Mauritius. Machen wir uns die jetzt. Ist das dein Ernst? Na, bitterster Ernst. Unter einer Bedingung. Kein Wort zur Mami. Sonst sag ich nein. Und was ist das? Überraschung. Da bist du ja schon. Na komm herein. Grüß dich, Omama. Ja, grüß dich Gott. Immer. Ja. Und? Gibt's einen Schnaps? Kriegst einen Schnaps, ja, kriegst einen Schnaps. Von Essen war doch gar nicht die Rede. Höchstens ein Kaffee. Hansel, holst du den Kartoffelsalat? Ja, Mama, komm schon. Mach ja doch die Freude. Was ist denn das? Ein Weihnachtsgeschenk. Weihnachten? Wieso? Das ist ja noch lang nicht. Weißt du, Omama, der Joe hat ein so anstrengendes Jahr hinter sich. Nichts als Arbeit. Von einer Baustelle zur anderen, immer unterwegs. Der arme Joe. Keine Minute Urlaub hat er gehabt und so dringend hätte er ihn gebraucht. Ja, das ist nicht gut, Bub. Du musst schon schauen auf dich. Da hat die Luise recht. Ja, und deshalb machen wir heuer gar nichts. Nur ausschlafen und erholen soll er sich dazu. Ohne Stress, ohne Streit. Na, ich hab noch nie einen Stress gemacht. Das warst höchstens du. Oder deine Frau Mama. Mama, geh bitte, nicht schon wieder. Hansel, willst du mir damit sagen, dass du mich, dass ich vielleicht ganz allein hier sitzen werde zu Weihnachten? Mama, so schlimm ist es doch nicht. Und die Luise hat recht. Ich bin müde und erschöpft. Das letzte Jahr war wirklich hart. Ich brauch mehr Ruhe. Ja, dann komm ich halt nur kurz. Ihr werdet mich gar nicht bemerken. Aber ganz still werde ich sein, wenn ihr das wollt. Aber die Kinder müssen ihr Fest haben. Nein, Mama, das geht nicht, leider, weil wir sind alle in Mauritius. In wo?
Mauritius. Was, zu Weihnachten? Hm? Ja, und ich? Was ist denn dann mit mir? Nix, Mama. Wir bleiben nicht lang. Zwei Wochen höchstens. Ja, die wirst du ihm doch gönnen, dem Joe. Zwei Wochen Wärme und Sonne. Kein Schnee, keine Kälte. Wo den Winter eh nicht leiden kann, gell, Joe? Dass du da einverstanden bist, das verstehe ich überhaupt nicht. Von mir aus das nicht. Bei uns zu Hause war das alles anders. Und ich weiß auch ganz genau, wie sehr du dich immer gefreut hast über den ersten Schnee. Schneeglöckchen, Weißröckchen. Mama, hör jetzt auf und mach lieber der Backerl auf. Kein Backerl. Mir ist die Freude vergangen. Das ganze Jahr sieht man sie nicht und dann. Mama. Mama. Das ist alles, was du sagen kannst. Mama. Schließlich bin ich deine einzige leibliche Mama. Und wer weiß, wie lange noch. So weh, wie mir die Füße tun und der Rücken. Der Doktor hat auch gesagt, dass das nicht normal ist in meinem Alter. Und dass ich eigentlich eine Kur machen sollte. Hm? Aber das kann ich mir nicht leisten. Leider. Nicht? Für mich gibt's keine Klinik unter Palmen. Nicht einmal Oberla. Aber bitte, die Hauptsache ist, ihr habt es hübsch. Nicht? Was kostet das überhaupt? Sowas wird einem ja nicht geschenkt. Das weiß ich von der Bobuta. Der ihr Enkel hat ihr eine Reise geschenkt nach Domrep. 6.000 Schilling hat das gekostet. Wohin? Domrep, das ist eine Insel in der Karibik. Dort, wo die schönen Filme da gemacht werden mit dem Doktor und dem Waslischen. Ja. Und schön hat sie es gehabt, die Bobuta. Ganz schwarz ist zurückgekommen, schwarz wie ein Neger. Mama, mach endlich das blöde Backel auf. Das ist aber lieb. Die Heiligen und das Jesu-Kindlein. Okay, du guter Bub. Aber das ist doch nicht nötig. Das war eine Idee von der Luise. Das viele Geld, na geh, hörst auf. Wo du es eh so schwer verdienen musst, ganz allein. Na ja, jetzt wird's aber was essen. Ne? Danke, aber wir kommen gerade vom Essen. Ah, bei Bachhändeln sagt der Hansi nie nein. Gell, Hansi? Bachhändeln und Kartoffelsalat. Gell? Jeden Sonntag hat's das gegeben, jeden Sonntag. Da hab ich drauf geschaut, das hab ich mir abgespart, mein Lieber. Unter der Woche einbrennende Erdäpfel und ein Gemüse. Aber am Sonntag. Am Sonntag, da war Händeltag. Gell? Was ist? Warum isst's denn nicht? Hast du einen Nussschnaps da? Ja. Das ist mir schlecht. Okay. Mei. Aber das hat der Papperle auch immer getrunken. Ja, ja. So, du hast. Ist gut, ich verstehe dich schon. Schreibst mir halt eine Karten aus Mauritius. Aus Mauritius, ja. Ist das nicht dort, wo die Karte hinfahren wollte, bevor der Jonas sie verlassen hat? Der Jonas hat die Karte nicht verlassen. Ah, nein? Ich glaube, der hat schon eine neue. Eine, die sich um ihn kümmert. Hat er nicht? So ein Arzt, der braucht zu Hause viel Liebe. Ja? Das weiß ich aus der Serie, aus der. Wie heißt denn nur da? Mit dem Kinderarzt. Viel Liebe. Der Jonas und die Kathi heiraten in Mauritius. Ach so? Und ihr seid dabei? Und die Lilibet kommt auch mit? Nein, die Mami? Die Lilibet weiß von nichts. Na, klar, aufhört. Wieso denn? Weil die zwei einmal allein sein wollen, Mama, was ihr gutes Recht ist. Und du Mama, du hältst den Mund. Man schaut, die Luise die Goschen nicht halten kann. Du schweigst. Hast mich verstanden? Ich sag nix, kein Wort. Du kennst mich ja. Aber leid tut's mir schon, die Lilibet. Mama, ich warne dich. Ich schweige. Ich schweige bis ins Grab. Solange ist gar nicht nötig. Joe, komm jetzt, die Kinder warten. Moment. Was ist jetzt wieder? Na, das war für Weihnachten gedacht. Na ja, dann gebe ich es euch halt jetzt schon, ne? Also, da hast du es da, da hast du es da. Kannst das ruhig aufmachen. Nur Kleinigkeit. Für die Kinder. Ein Opa und eine Oma zur Erinnerung.
Ich weiß ja nicht einmal, wo ihr wohnt. Was ist denn mit mir was passiert? Wir wo? Im Hotel Les Pavillons. Oh, ehrlich, ich glaub's erst, wenn ich dort bin. Ein Scheiß, ja, war das. Das kann man sagen. Kinder sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Allergien, Asthma, Pepsi, Bettnaften, Bettnässen, Blasenwurm. Ja, viel Teufel. Ja, eben. Kannst du schweigen von den psychischen Störungen und den hysterischen Müttern und dem Schulstress. Und zum Schluss immer die gleiche Epidemie. Schafblatter. Meine Ritter, Stress ist schuld. Die Leute machen sich total fertig. Keiner hat mehr Zeit für den anderen. Keiner geht auf den anderen ein. Papi, gibst du mein Geld? Nein. Ich brauch's aber. Eh nicht viel. Wie viel? Nur 500. Sag ich ja. Nein. Du bist gemein. Andere Kinder haben ein eigenes Konto. Andere Eltern haben Schulden. Mein liebes Kind, 500 ausgegebene sind 1000 verdiente Schillinge. Und um 1000 Schilling zu verdienen, musst du erst einmal arbeiten, weil das Geld... Das Geld wächst nicht auf den Bäumen. Ich wollte nur ein Geschenk kaufen. Für die Kathi. Zur Hochzeit. Das ist ja was süß. Ja. Was magst du? Jonas, das ist falsch. Das ist völlig falsch. Bitte, wegen dem bisschen Geld jetzt einmal. Einmal? Du armer Irrer. Ich weiß nicht, was auf dich zukommt. Kauf da gleich einen Lottoschein. Aussackeln werden sie dich. Aussackeln. Bei uns ist das was anderes. Die Kathi verdient auch und nicht schlecht. Ja? Und wie lang? Bis die lieben Kleinen da sind. So will doch Kinder, oder? Das ist im Moment kein Thema. Wird's aber werden. Kannst du darauf verlassen. Und dann, ich meine, das Karenzgeld ist ganz schnell weg. Aber das ist auch nicht viel, ne? Prost. Boah, bitter. Einen Campari Orange, bitte. Da von meiner Uhr hin. Pech. Da hinten gibt's ein Sonderangebot. Ganz billig, die sind bis 1000 Meter tief. Na, okay. Und was magst du in 1000 Meter Tiefe? Fernschauen? Wenn ich einen Tauchkurs mache, brauche ich eine Taucheruhr. Bitte, wer redet von einem Taucherkurs? Was hast du geglaubt, warum ich mitfahre? Wegen euch? Du frecher, verwöhnter Fratz, sei froh, dass du solche Eltern hast. Andere in deinem Alter müssen arbeiten, Geld verdienen, mithelfen. Wenn ich an die armen Kinder denke, die Teppiche knüpfen und Zündhölzel drehen, Tag und Nacht, und da kommst du... Jetzt übertreibst du aber ein bisschen, glaubst du? Höchste Zeit, dass ich hier wegkomme. Ich glaube, ich habe einen Verfolgungswahn. Ich sehe überall die Mami. Ein Mineralwasser, bitte. Was macht ihr denn für Gesichter? Wieso? Ist euch denn überhaupt klar, wo wir hier sind? Wir sind am Flughafen. Wir fliegen nach Mauritius. Nur wir, nur wir. Eigentlich habe ich ein schlechtes Gewissen. Was? Warum denn? Wegen der Mami. Wegen der Mami? Sie hat es nicht verdient, dass du sie anlügst. Schließlich ist sie deine Mutter, unsere Mutter. Und da hätte sich gehört, dass sie dabei ist. Luise. Ach, wo sie immer für uns da war. Luise, jetzt reicht's. Ich bin dafür, dass wir alle austrinken. Und dann gehen wir ganz langsam zum Check-in. Zahlen zusammen. Von mir aus bleib ich da. Komm, Alterle, reiß dich zusammen. Danke. Jonasson! Jonasson, warte! Deine Mutter? Wieso kommt deine Mutter? Ich hab sie gesagt. Was? Es war doch ausgemacht. Wenn ich schon nicht dabei sein darf, dann darf ich mich doch wenigstens von meinem Buben verabschieden. Und ein kleines Hochzeitsgeschenk habe ich auch. Ja. Ja. Mama, bitte. Ja, mach jetzt kein Drama. Ja. Die Kathi möchte heute gern einmal mit mir alleine sein. Ich? Also das ist die Höhe. Das war doch deine Idee. Kein Familiengetue, hast du gesagt. Also der Jonas, der hat eine funktionierende Familie, im Gegensatz zu dir. Der Jonas würde uns niemals ausschließen. Jetzt red doch, sag doch was. Wo ist denn der Papa? Im Büro. Er hat gesagt, ich soll mich nicht... Also, der Papa kränkt sich sehr, sehr. Der Manschettenknöpfe. Aus Gold. Hat der Papa bei unserer Hochzeit getragen und jetzt gehören sie dir. Danke. Wir heiraten indisch, da braucht er keine Manschettenknöpfe. Was? Was indisch? Aber wieso denn? Ja, was soll denn das heißen? Ich im Sari und er mit dem Turban. Und das ist dann gültig? Endgültig.
Und wenn du uns jetzt entschuldigst, der Flug ist aufgerufen. Wir kommen in 2 Wochen, kommen wir wieder und dann holen wir alles nach. Ich versprech's dir. Dass du mir das antust, der schönste Tag im Leben meiner Mutter. Und das alles wegen ihr. Jonas, ich flieg jetzt nach Mauritius, auch ohne dich. Sie meint's nicht so. Papa, und nicht weinen. Nicht weinen. Das ist eine Schlange. War das nötig? Ich meine, hättest du nicht ein bisschen freundlicher sein können? Ich? Wer hat denn den Mund aufgemacht? Wer hat denn sein Wort nicht gehalten? Ich? Oh nein, du. Du bist schuld, dass sie sich jetzt kränkt. Ja, kränkt. Ich habe meiner Mutter das erspart. Meine Mutter muss sich nicht kränken. Weil sie nämlich nichts weiß, weil ich mich nämlich an Abmachungen halte. Also mach mir jetzt bitte keine Vorwürfe. Es fängt ja gut an. Entschuldigung. Eigentlich arm, die Mutter vom Jonas. Ja, ja, so ist es im Leben. Die einen kommen und die anderen gehen. Ist ja nicht so roh. Ist doch ihr einziger Sohn. So kenne ich dich ja gar nicht. Ist ja richtig menschlich. Das war auch meine Idee, das Geld für deine Mutter. Ja, Loisel hat uns freigekauft. Blödsinn. Das war von Herzen. Und vom Haushaltsgeld. Du? Ich hab's ja gewusst. Was? Viel Spaß. Hm? Armin. Ihr fährt die Lilibet mit? Nein, nein, das ist ein Irrtum. Das ist ja gar nicht die Lilibet. Sissi Kind, da bin ich. Armin, was machst du da? Das siehst du doch, ich checke ein. Was heißt das? Aber Kinder, ich lass dich doch nicht einfach so heiraten. Mami, der Jonas und ich haben beschlossen, ganz allein. Wer hat dir das überhaupt gesagt? Ich weiß, Kinder, ist ja auch schrecklich, so viele fremde Leute. Da habe ich volles Verständnis. Und deswegen sind die Mitzerl und ich übereingekommen. Welche Mitzerl? Ja, wo ist sie überhaupt? Mitzerl! Mitzerl! Jetzt komm schon, sonst fliegen die noch ohne uns ab. Contenance, mein Kind, Contenance. Nicht böse sein, es war eine Idee von der Lilibet. Aber Mitzel, du musst dich doch nicht entschuldigen. Es ist schließlich mein gutes Recht als Mutter, der Mitzel eine Freude zu machen und sie einzuladen. Einzuladen? Wohin? Na, nach Mauritius, ins Hotel, wie heißt's, Mitzel? Ja, aus der Bibel, Babylon. Ja, genau, Le Pavillon, da, wo ihr auch wohnt. Und wo sitzt du? Das ist doch nicht dein Ernst, in unser Hotel? Woher weißt du überhaupt? Business Class. Ich weiß es von der Mitzel und die weiß es vom Joe. Business Class? Bei den Preisen, findest du das nicht ein bisschen übertrieben? Der Joe wollte uns eine Freude machen. Na ja, wenn ihr glaubt. Ich sage nur, schade ums Geld. Ach, bitte, würden Sie so freundlich sein? Ein Foto von mir und meiner Familie. Kommt, stellt's euch alle her. Mach mal ein Erinnerungsfoto. Komm her, Gregor. So, Mitzel, komm her. Bitte. Komm her. Fotos, ja? Kurz. Okay, also komm, Sissi, nimm die Haare aus der Stirn und du lass diese Bemerkungen. So ist gut, Mitzel. Komm neben mich. So. Und alle lächeln. Take off and landing, and when the sign is on, seat belts must be fastened. This is done by inserting the metal fitting into the buckle. Das alles, wenn deine Mutter nicht den Mund hält. Meine Mutter? Meine Mutter? Wir haben ihm das Maul aufgerissen. Red nicht in den Ton mit mir. Was hast du denn überhaupt von der Kathi anfangen müssen? Hab ich nicht. Sie hat. Sie hat gesagt, dass der Jonas die Kathi verlassen hat. Sie hat. Ach, verhunzt mir alles. Aber da wird sie sich noch wundern. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Lass mir doch nicht den sauer verdienten Urlaub verhunzen. Nicht von meiner Schwiegermutter. Endlicher Ruhe. Jetzt Schluss mit dem Schmarrn. Schluss? Das ist erst der Anfang, das sag ich dir. Na, was willst du denn machen? Was willst du das umbringen? Na, red schon. Wirst schon sehen. Luise. Was? This is one of the reasons, among other safety considerations, that sleeping on the floor is not permitted. Das war mir entgegen.
Das soll ich akzeptieren. Eine Mutter wie deine. Aufdringlich und taktlos. Meine Mutter ist nicht aufdringlich. Geh, Jonas, machst mir das? Ich kann das einfach nicht. Mami. Gegen Thrombose. Man weiß ja nie bei so einem langen Flug. Die Maureen schwört darauf. Sie sagt immer, wenn sie ihre Schwester in Kanada besucht, nimmt sie das. Das müsstest du doch wissen als Arzt. Oh, du tust mir weh. Für einen Kinderarzt bist du ganz schön grob. Ich hoffe, du weißt, wen du da nimmst. Wir müssen uns noch überlegen. Wir sind ja noch im Steilflug. Mitzern, was machst du denn? Du kannst jetzt da nicht weggehen. Bitte bleib da, Mitzern. Hansi. Hansi. Hansi, no, ich fürchte mich. Please. No. No, please. Would you please sit down? Hansi, sag ihr, dass ich mich fürchte. Aber das ist doch verboten, du kannst doch nicht einfach... Diese Arschdenkbühne! Sissi, tausch mit einmal. Ich will Arschdenkbühne. Please, would you sit down? Just a moment. This is my mother. Just a moment. Oh weh. Hansele. Mir wird schlecht, bitte. Ruhig, Mama. Ich mach kein Theater, bitte. Mach kein Theater. Atmen. Ich habe das nicht wollen. Es war ja alles nur eine Idee von Lilibet. Oh Gott, nein. Bitte. Dauert's nur lang. Nur, was die da alles haben. Ich war schon in alle Häuseln. Jetzt habe ich Zahnbürsteln für die nächsten 3 Jahre. Und die Rasierer kriegt der Hansi. Mauritius. About 3 hours. 3 hours? Yes.
c'est ton choix. Je vous rassure. Ist das na wie? Oh, Hansl, schau nur! Nicht schlafen! Schauen! Hansl! Was ist jetzt schon wieder? Wir sind im Paradies! Beim Christkindl! Deswegen wächst du mit. Mädel, du willst nicht auch sowas jetzt bei der trockenen Luft? All of Omas? Nein, danke. Das ist nicht All of Omas, das heißt All of... Die Mami nennt es All of Omas und sie sagt, es stinkt. Also, für mich war es immer gut genug. Und ich habe auch weniger Falten als deine Mama. Jetzt bitte pack endlich das Zeug weg, die kommen ja schon. Noch einmal so eine Bemerkung, mein Kind, und du fliegst zurück nach Wien. Guten Morgen, mein Schatz. So, jetzt reißen wir uns alle wieder ein bisschen zusammen, sind ein bisschen fröhlich, nicht wahr? Da draußen steht schon meine Überraschung. Ein Hubschrauber. Die Kinder und wir fliegen mit dem Hubschrauber ins Hotel. Na, was sagt ihr jetzt? Was, ein Hubschrauber? Ja. Ein Hubschrauber? Geil. Mega geil. Wir haben einen Bus bestellt und mit dem fahren wir auch. Ein Bus ist doch uröd und außerdem wird mir das schlecht. Bitte, bitte, kann ich mit euch fahren, nicht böse sein, Lilibet, aber das ist nichts für mich. Ja, wie du glaubst, kommen halt nur die Kinder. Die Kinder fahren mit uns wie geplant. Und jetzt gehen wir, wir sind schon wieder die Letzten. Komm, du nimmst die Sachen von der Oma. Hoppas. Und dein Klumpert. Und hopp auf, hopp auf, hopp auf. Unmöglich. Luise, ich warte. Mauritius wartet. Unhöflich und undankbar. Da macht man sich die Mühe. Na, was ist denn? Keiner hat dich gebeten. Niemand wollte überhaupt, dass du... Jonas, beherrsch dich. Ach, fängst du auch noch an? Wenn ich das auch nur im Entferntesten geahnt hätte, dass ihr so reagiert, ich hätte mir's weiß Gott leichter machen können, als in diese Hitze zu fliegen. Das war wahrscheinlich deine Idee, ausgerechnet hier zu heiraten, am Ende der Welt. Genau. Was? Genau so hätte es sein sollen. Wir zwei, allein... Am Ende der Welt. Gründlich misslungen. Dank deiner. Komm, Kathi. Kathi, du lässt mich doch nicht allein. Könnte doch vielleicht ganz lustig sein, so ein Flug, hä? Nein, danke. So war es nicht geplant. So war es nicht geplant. Ich hab's gewusst, dass du mich nicht verlässt. Ceinture, madame, ceinture. La ceinture. Ceinture. Ah, der Gurt. Ja, ja. Der Gurt. Wissen wir schon. Der Gurt, was sagst du, Hansi? Die haben auch Gurten. Wie bei uns, genauso. Sind ja keine Wilden, Mama. Das weiß ich auch. Na, obwohl. Ein bisschen dünkler ist er schon. Mama! Ich habe mich genau erkundigt. Mauritius gehört eigentlich zu Afrika. Und die Bevölkerung besteht aus weißen Christen, so wie mir. Das sind 4%. 50% sind Hindus, das sind Inder. Dann haben sie ein paar Chinesen, die haben ihren Buddha. Mama, hörst jetzt ein bisschen auf? Und der Rest kommt aus Madagaskar. Und die waren ganz arm, ganz schrecklich arm, wirklich richtige Sklaven. Aber heute verstehen sich alle. Nicht so wie bei uns in Europa mit den Jugoslawen und so. Nein, ganz friedlich ist ja alles. Ein friedliches Völkergewisch. Jö, schau wie herzig, so klein. Schon so süß. Also wenn du diesen Mann schon unbedingt heiraten musst und das noch ausgerechnet hier, dann hoffe ich doch, dass das mit Geschmack passiert. Was ziehst du an? Einen Sari. Einen Sari? Warum denn das? Ihr seid doch keine Hippies. Ich habe mir extra ein Kostüm machen lassen, Shantung-Seide. Off-White, weißt du, Eierschale, ganz schlicht. Da kannst du doch nicht in so einem bunten Fetzen daherkommen.
Und der, wie heißt der, Jonas? Was hat der an? Einen Lendenschurz? Mami, entweder du machst, was wir wollen, oder? Oder? Wär dir lieber, ich wär nicht dabei. Wär dir lieber, ohne deine eigene Mutter zu heiraten? Stillos, wie Kreti und Pleti? Mami, erklär mir doch nichts. Ich weiß genau, warum du da bist. Damit du von der Oma mal protzen kannst, weil die Oma kann sich das nicht leisten. Damit du deinen Freundinnen Fotos zeigen kannst, du in Mauritius. Und im Hintergrund irgendeine Hochzeit. Das ist doch der wahre Grund, nicht ich und der Jonas. Wenn ich das geahnt hätte, wenn ich damit gerechnet hätte, wo ich immer nur für euch da war. Spürst du es? Das ist einfach eine andere Luft. Direkt wie im Urwald. Ich tarzan, du schön. Ist das schön? Danke. Wie im Paradies? Oui, Madame, c'est un paradis. L'île Maurice, c'est un paradis. Hast du das gehört? Hansi, hast du das gehört? Der versteht mich. Jetzt sehen, das löst sich alles mit der Mama. Die wirst gar nicht merken. Nur die Baum, Palmen, nichts für Palmen. Ja, wo nehmen wir denn den Weihnachtsbaum her? Hier wohnen wir? Ja. In diesem Palast? Und bei der Sanora Hotel. Hallo. Willkommen. Pass auf die Stufe. Mama. Ja. Steht der Furf. Oh. Na. Dankeschön. Wenn das der Papale noch gesehen hätte, stell dir das vor. It's nice. Schlimm? Naja, vielleicht verträgt sie es ja nicht, die Hitze und das scharfe Essen. In ihrem Alter genügt oft eine Kleinigkeit. Ein Schrimp oder so. Das kann oft Wunder wirken. Du musst halt einfach schauen, dass sie genug isst. Von allem ein bisschen. Jesus, na, das ist ja wie ein Schönbrunn. Nur noch viel schöner. Na, Hansle, dass ich das erleben darf. Du bist ein braver Bub. Ja, Mama, aber das hast du eigentlich der Lilibet zu verdanken. Es ist echt ein Paradies von Menschenhand geschaffen. Halt! Erst ein Begrüßungsfoto. Okay, nicht schon wieder. Kommt, steht euch alle auf. Kommt. Grüß euch. Geh, Jonas, sei so gut. Schließlich gehörst du noch nicht zur Familie. So kommt's alle her. Sissi, du kommst neben mich. Geh, gib die Haare aus der Stirn. Gregor, mach nicht so ein Gesicht. Papi kommt zu mir und die Mitzel geht zum Joe. So ist es richtig. Luisel! Luisel! Naja, Luise! Dann eben nicht. So, Jonas, mach schon. Der Apparat geht nicht. Das heißt, der geht nicht. Natürlich geht er. Man muss nur auf den richtigen Knopf drücken. Ja, sag ich ja. Geht nicht. Ist doch lächerlich. Der geht schon seit Jahren. Wahrscheinlich ist die Batterie leer. Was für eine Batterie? Das ist doch kein Auto. Also, hört's mal, was die Zimmereinteilung betrifft, ja? Die Kinder, die sind dort hinten. Da ist das Luisel, da ist das Mitzel, da ist die Kathi und da oben ist mein Zimmer. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Genau so! Was ist denn das? Na, da wohnen wir, hast du gehört. Oben die Lilibet, um die Ecken sind die Kinder, da sind wir und du bist dort. Ja, aber das ist ja wie bei uns in der Siedlung. Alle nebeneinander. Wie zu Haus. Hansi, schau nur einmal. Jetzt sind wir wieder alle beieinander. Das ist ja wirklich das Meer.
Der Ozean. Der indische Ozean. Hansi, gibt's doch her Fisch? Hm? Zwei, drei. Luisel. Luisel. Na komm, red mit mir. Ich bin's, dein Mann. Luise, auf ins Bad. Was ist denn? Du weinst ja. Okay, Luise, so schlimm ist das doch nicht. Was hat sie dir denn getan, die arme alte Frau? Hm? Gar nichts. Gönn ihr doch die Freude. Einmal mit ihren Kindern. Hat eh nichts gehabt vom Leben. Hansl! Luisel, wo seid ihr denn? Schaut's mir einmal, was ich da gefunden hab. Ein Seestern. Ein echten Seestern. Das ist ein Wunder der Natur. Was hat's denn? Die ganze Zeit ist schon so cool. Die Mama schmeißen zurück ins Meer. Wie bist du denn dumm? Also denn, du ich trocken und dann nehme ich mit. Als Souvenir. Für die Nachbarn. Da draußen gibt's Haie. Echte Haie. Aber Sisseli, doch nicht in der Lagune. Draußen in Tiefen gibt's Haie. Und der Gregor und der Jonas den Tauchkurs haben. Mörder, das ist die Quälerei. Du, was rätselst du? Wieso denn? Die haut ihn sofort ins Meer zurück. Da fällt mir doch gar nicht ein, den hab ich gefunden. Der gehört mir. Aber der lebt doch noch. Schau, der arme kleine Seestern. Sicher hat er Junge. Viel Teufel. Wirklich, der bewegt sich schon. Viel Teufel, der bewegt sich. Speckig. Gott sei Dank. Ich hab schon geglaubt, der hat's direkt verschwunden. Oh, Maria. Also, ich habe mit dem Maitre gesprochen. Wir sitzen alle an einem Tisch um 19.30 Uhr. Tisch Nummer 2. Adäquate Kleidung ist erwünscht, sagt der Maitre. Aque, was? Wer sagt was? Was ist mit der Kleidung? Dass ich mich anständig anziehen soll, sagt der Koch. Keine kurzen Hosen. Und keine Kittelschürze. Das ist doch selbstverständlich. In so einem feinen Haus. Wie findest du avec toute la famille, s'il vous plaît. Danke. Merci. Merci. Ist das aus Plastik? Ich glaube, Molly, ich kann mich nicht selber hinsetzen. Nein, Mietzel, das gehört sich so. Du hast übrigens ein sehr hübsches Kleid an. Direkt geschmackvoll. Und die Korallen? Originell. Der letzte Schrei, wie jeder weiß. Holster. Ja, es war ganz billig. Im Ausverkauf. Beim Ribotocznik. Weil dort gehe ich öfters hin, weil der kennt sich aus. Ich selber interessiere mich ja nicht so sehr für die Fetzen. Nicht so wie du. Nein. Für sowas habe ich keinen Kopf gehabt. Aber das ist übrigens auch sehr fesch, was du da anhast. Sicher so ein Kunststoff, den man nicht bügeln muss, gell? Da wirst du auch sicher nicht schwitzen in dem leichten Gewandel. Die Kette ist schön.
jetzt die echte Kette? Na, da kannst du Gift drauf nehmen, gell? Es war nämlich so, bevor dein Papa auf die Welt gekommen ist, hab ich ja nicht gewusst, was er wird, nicht? Es war ja nicht so wie heute mit diesen modernen Apparaten, wo man schon fast bestimmen kann, was man kriegt. Also, ich hab's nicht gewusst. Und so hab ich mir heute ein Mädel gewünscht. Garçon, la carte, s'il vous plaît. Kannst du nicht warten? Seid nicht böse, bitte wünschen kann man sich ja, nicht wahr? Aber wie du dann da warst, war ich ja überglücklich. Denn alle vier Glieder hat er ja gehabt. Er war halt nur kein Mädel. Na, was hab ich gemacht? Ich hab heimlich das Armkettel und dieses Kettel gekauft, weil Korallen, so heißt es bei uns zu Hause, sind Glücksbringer. Und was ist? Was hab ich? Heute hab ich sogar zwei Mädel. Dich und dich. Und deswegen, warte ein bisschen. Gell? Schau. Da. Willst du das haben? Richtig. Wir haben auch ein Dienstmädchen gehabt. Die Fanninka. Dienstmädelschmuck hat man das früher genannt. Weil das war ein Dienstboten-Aberglauben, dass Korallen Glück bringen. Und billig waren's auch. Mami, bitte. Und jetzt gehen wir alle zum Buffet. Die Handel, hol's mir. Hol's mir, Kittel. Schau, was ist das? Das sind Muscheln. Mhm. Ja, aber ja, das ist ja gar kein Plastik. Das ist ja. Das ist ja. Eis. Hansi, jetzt schau doch einmal, was die da aus Eis geschnitzt haben. Aus Eis! Ja, aber wie geht denn das? Das muss ja ein wahrer Künstler gewesen sein, der das gemacht hat. Ein wahrer Künstler, ein Bildhauer. Ihr Blödsinn. Da gibt's Formen, da gießen sie Wasser rein und das geben sie dann in den Tiefkühler. Das weiß doch jeder. Das glaube ich nicht. Gregor, red viel. So große Tiefkühler gibt's gar nicht. Eben. Komm, Mama. Was ist denn das? Hummer, Mama. So was wird lang pusten. Und das darf ich haben? Alles, Mama. So oft und so viel du willst. Mm. Und lass es dir nur schmecken. Jetzt. Wusch. Was? Noch was? Ja, aber Mädel, das Tabak ich ja nicht. Wer weiß, wann du das wieder kriegst. Ja. Sissi, man wartet, bis alle bei Tisch sind. Auch hier. Guten Appetit. Danke. Das habe ich noch nicht gesehen. Dass das gibt, die vielen Sachen. Und das meiste kennt man ja gar nicht. Die Fische, die bunten aus dem Aquarium, gell? Und das, da schaut er das an. Das Gemüse. Und ein Schweinernes. Ein richtiges Schweinernes haben sie auch. Das ist eine internationale Küche. Das ist alles. Die paar Bräckerln aus der Dose? Ich hab nicht vor, hier eine Mastkur zu machen, nur weil es im Preis inbegriffen ist. Okay, du hast ja einen Klopfer. Ist doch schade um das viele Geld. Komm, nimm da was von mir. Ist doch lächerlich. Einmal ist kein Mal. Und jetzt trinken wir auf Lilibet. Wieso denn das? Auf Lilibet, die durch ihre Großzügigkeit und Warmherzigkeit dieses Familientreffen ermöglicht hat. Prost, Lilibet. Garçon, la photo, s'il vous plaît. Sissi, wisch dir den Mund ab. Gregor, schau nicht so muffig. Kathi, lächeln.
das bedanken? Wofür? Dass du dich so um die Mama gekümmert hast beim Essen. Du bist doch kein Unmensch. Und? Die Kinder? Schlafen? Nehme ich an. Ich kann nicht laufen. Darf ich mich jetzt zu euch setzen? Ach Gott, na, es war alles zu viel. Das Essen? Mir geht's da schlecht. Das Essen aber nein. Im Gegenteil, das Essen war wunderbar. So milde, so ganz anders als bei uns. Na, da könnt ihr mich leicht dran gewinnen. Wie schön. Es ist was anderes. Es ist nur, wie soll ich sagen, jetzt, wo die Kinder schlafen, können wir ja drüber reden. Wie machen wir denn das mit Weihnachten? Mama, dass das jetzt ein für alle Mal klar ist, hier gibt's kein Weihnachten. Ja? Und kein Baum. Stopf das Zeug wieder weg. Aber für die Kinder, das ist ja nur ein Kind. Scheiße! Scheiß Schuhe! Sissi, sag, wo kommst du her? Wo ist der Gregor? Wie schaust denn du aus? Was sind das für Schuhe? Ich weiß nicht, wo der Gregor ist. Das sind meine. Sag mal, bist du wahnsinnig? Gregor, wo ist der Gregor? Sag einmal, wo warst du? Du hast ja gesagt, sie schlaft. Ist was? Gibt's ein Problem? Tanzen in der Disco. Tanzen in der Disco? In deinem Alter? Wie kommt deine Schwester in die Disco? Keine Ahnung, zu Fuß. Einmal so eine blöde Bemerkung nicht. Ich reiß dir den Kopf ab. Es ist nichts passiert. Was heißt nichts passiert? Deine Tochter treibt sich in der Disco herum und du nennst es nichts passiert. Alle Jungen sind in der Disco. Die Lilibet hat mir noch die Karte gegeben. Könnt sie auch nicht schlafen bei dem Wind? Alles scheppert. Ja, Sissi, du wirst ja eine richtige Dame. Warte mal, nur der Lidschatten. Der Lidschatten ist ein bisschen verschmiert. Lidschatten? Wird er immer besser in ihrem Alter. Warst du in der Disco? Ist das nicht süß? Hier gibt's eine Kinderdisco, da können die Kinder sich kennenlernen. Das heißt Planters Club. Was nett? Öd was, lauter Babys. Ach, geht schon. Sei so lieb und bring mir einen Nightcap aus der Minibar. Gin Tonic, ja? Mein Gott, statt dass sie die Chance nützt und Bekanntschaften macht für später, fürs Leben. Mami, sie ist 11. Na und? Man kann gar nicht früh genug damit anfangen. Faire la connaissance, c'est de grande importance, hat schon meine Gouvernante, die Mademoiselle, gesagt. Mir reicht's. Gute Nacht. Dem Jonas ist schlecht. Hat wer Gastroenterin da? Also als Arzt wird er ja wohl alles dabei haben. Nein, eben nicht. Er hat den Koffer vergessen. Wie beruhigend, ein Arzt, der seine Medikamente vergessen hat. Ah, ein Nussschnaps hab ich mit. Für alle Fälle. Man kann ja nicht wissen. Brauchst den, komm, dann hol man. Luise, wir gehen. Gute Nacht, Kinder. Geht schon, einen ganz kleinen winzigen gibst man noch, ja? Das ist Tanura Asana. Und das hilft? Das
Sei nicht Geist und Körper. Das klingt aber ein bisschen wie eine Schwangerschaftsübung. Ist es aber nicht. Im Gegenteil. Seine Figur. Das fehlt mir gerade noch. Ihrem Sohn ist das ganz was anderes. Das ist eine alte Geschichte. Söhne. Söhne, die hängen ja an der Mama. Zum Beispiel der Sohn von der Leutheit, das ist eine Nachbarin. Der sagt immer, alles muss so sein wie zu Hause. Alles wie bei der Mama, wie bei der Mamsch. Die wohnen sogar noch bei ihr zu Hause. Na, und dann wird ihm alles so gericht, wie es gewöhnt ist. Alles, das Essen, der Kaffee mit einem Elzerl-Feigen-Kaffee, Topfenstrudel mit viel Rosinen, sogar der Spinat. Ohne Knoblauch, jetzt frage ich dich, ohne Knoblauch ein Spinat, noch bitte von mir aus. Nur Kinder haben es keine, das ist komisch. Manchmal denke ich mir, vielleicht ist das gar nicht so gut, wenn die Alten und die Jungen immer beisammen sind. Ich bin gern bei euch. Du bist zwar manchmal ein bisschen streng mit dem Hansi, aber du bist für ihn die perfekte Ehefrau. Am Anfang, da immer denkt, na, wenn das nur gut geht. Weil das ist ja eine ganz feine. Aber dann habe ich gesehen, du bist ein Mensch wie du und ich. Ich wollte nur eins sagen, Luiserl. Ich hab dich wirklich gern. Mama, ich bin schwanger. Bitte? Ja, aber wie geht denn das? Du wirst das doch nicht vergessen haben. Nein, aber Luiserl, in dein Alter. Ja, was sagt denn der Hansl dazu, der Bub? Mama, es weiß doch noch niemand. Nicht einmal der Joe. Aber es ist doch von ihm. Natürlich, was glaubst denn? Aber du hast ja leider recht. So jung sind wir auch nicht mehr. Und ich weiß nicht. Hey. Hörst du, der Hansl ist doch im besten Mannesalter. Die werden schauen. Mama. Ein Wort und ich bring dich um. Weiß schon. Geheimnis von Frau zu Frau. Aber da musst du jetzt schonen, Luisa. Mein Gott, ein Putzel. Wo ist denn eigentlich der Jonas? Wir haben ihn in einer halben Stunde durchgeholt. Warte, ich schau nach. Psst. Du schaust nach.
Deine Mutter bleibt hier, im Schatten. Ist was? Bist du krank? Das geht dir gar nichts an. Du gehst und schaust, wo er ist, der Jonas. Mama, übertreibst nicht ein bisschen? Man kann nicht vorsichtig genug sein. Ja, aber es ist doch noch gar nicht... Sei ruhig, da kommt die Lilibet. Das ist ja eine grässliche Sonne. Geh, Luiserl, lass mich auf das Bett. Nein, das ist der Luiserl, ihr Bett. Schrei doch nicht so, Mützerl, ich bin ja nicht taub. Suchst dir halt ein anderes, gell? Das ist der Luiserl, ihr Bett, hab ich gesagt. Ich hab's ihr geholt. Ja, schon gut. Es ist mir hier eh zu voll. Ich zieh mich zurück. Ciao. Ciao. Und wenn du deine Schwester siehst, es wird Zeit, die Hochzeit zu besprechen. Dazu sind wir hier. Nicht so kalt. Hast du jetzt Fieber oder nicht? Weiß nicht. Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Geht doch nichts über eine gute Diagnose. Sag mal, Kathi, willst du mich überhaupt heiraten? Ja, natürlich, deswegen sind wir doch hier. Wenn du dir das überlegen willst, ich habe nichts dagegen. Ich habe mich auf das Ganze nur eingelassen, weil du das letzte Mal so ein Tamtam gemacht hast. Von wegen Kinderkriegen und so. Ist ja eh nichts draus geworden. Gott sei Dank. Kündigt er schon, dass wir heiraten. Wenn wir heiraten. Noch ist nichts entschieden. Wagt man's, Alter? Ja. Spinnst du? Du kannst doch in dem Zustand nicht zum Tauchen. Deswegen bin ich hier. Teufel? Wie bitte, im Hotel? Ja, sagen Sie meiner Mutter, ich komme. Ganz reizend. Ich wollte eigentlich mit dir allein. Kathi, das ist Monsieur das Gupta. Monsieur das Gupta, das ist meine Tochter Katharina, die Braut. Das hat ja was, Marcel. Und das ist meine zweite Tochter und ihre Schwiegermutter. La Belle Mère. Ja, also, Herr das Gupta ist Schneider und er wird dir dein Kleid nähen. Wenn schon Sari, dann richtig. Herr das Gupta ist Spezialist in Brautsaris. Aber das war doch ein Witz. Du wirst mich jetzt nicht blamieren. Er ist extra aus der Stadt gekommen. Also benimm dich. Was würden Sie empfehlen? Luiserl. Luiserl, schau mal. Schau das an. Ist das nicht leer? Das ist doch herzig. Und eins habe ich. Schau, das ist für einen Buben. Mama, bitte. Also, ich finde es ein bisschen übertrieben. Gar so protzig. Und rot steht dir nicht. C'est très joli. Très, très joli. Aber Mädel, Mädel, du schaust ja aus wie der aus den tausend Nächte. Prinzessin, wie heißen die? Scheherzirade. Le Princesse Siazade. Ja, ja. Siehst du das? Ich verstehe mich doch. Pour les fiancés. Lächerlich. Mach mich doch nicht zum Narren. Ein Turban. Lächerlich. Mir steht der Sari. Sagen alle. Und außerdem soll das der schönste Tag in meinem Leben sein, sagt die Omama. Dann soll doch die Omama einen Turban tragen. Ich mach's dir sicher. Mach bitte das Licht aus, mir tun die Augen weh. Willst nicht doch einen Arzt holen? Nein! Der Schneider, der hat uns übrigens eingeladen. Alle zu einem Picknick am Strand. Mit indischem Essen und so. Nicht schlecht. Lass mich in Ruhe. Der arme Jonas, wie geht's ihm denn heute? Der arme Jonas leidet. Okay. Noch immer?
wenn da nur nichts Ernstes draus wird. Also ich werd einen Doktor holen. Kannst du mich aufpassen? Mir ist fad. Was ist dir? Fad, hier gibt's überhaupt niemanden. Nur euch und der blöde Gregor ist immer unter Wasser. Der blöde Gregor macht gerade einen Tauchkurs, einen Sündharren. Also hat er gefälligst unter Wasser zu sein. Und ich? Was soll ich machen? Immer nur rumliegen wie ihr? Tennis, hab ich dir da vorgeschlagen. Tennis, bei der Hitz. Müsst vielleicht ein bisschen sticken. Kreuzelstich. Das ist ganz leicht. Was willst du denn, hm? Wasserski vielleicht? Ha? Allein, das ist uröd. Da geh ich halt. Ich war früher ganz gut. Vielleicht kann ich's noch. Nix, Doktor, kommt gar nicht in Frage. Nein. Sissi, komm, zieh dir was an. Was? Na, ein Kleid. Wir fahren nach La Vanilla. Da kannst du sehen, wie es hier früher war. Die Flora und die Fauna, Palmen, Bambus, Dschungel, Fledermäuse, Schweine, Krokodile. Krokodile? Hier? Naja, irgendwo muss man sie ja züchten, schon wegen der Handtaschen. Aber ich hab keine Lust und ich hasse Krokodile. Unsinn, davon verstehst du nichts. Und außerdem sei froh, dass ich dich mitnehme. Diese Herumliegerei am Strand ist nicht nur ungesund, sondern auch langweilig. Und ein bisschen Kultur wird dir nicht schaden. Ich nehme ja nicht an, dass einer von euch Interesse zeigt. Hätte mich auch gewundert. Komm, Sissi, eil dich. Macht schöne Fotos. Lächeln, Sissi, lächeln. War ja auch ein langer Tag. Und weil wir jetzt müde sind, gönnen wir uns noch einen Nightcap. Was ist das? Noch eine Blume? Ein Nightcap ist ein ganz kleiner Schluck, damit man besser schläft. Ich schlaf eh schon. Planteur, Punch, deux fois, s'il vous plaît. Schau, der Stern des Südens. Du, Joe. Ich wollte dich was fragen, wegen Kindern. Nicht jetzt, Luisel, nicht jetzt. Bin froh, wenn ich sie nicht sehe. Es ist sie mit dem Fadenauge. Der Gregor, der mich wie ein Mörder anschaut, wenn ihr ein Stückel Fisch ist. Aber Sissi, Kind, die braucht dir gar nicht leid zu tun, die Schildkröte. Das ist ein sehr nützliches Tier und vielseitig verwendbar. Nicht nur als Suppe. Hm. Red nicht von den Kindern. Ich wollte eigentlich nicht von den Kindern reden. Täusche ich mich oder höre ich das silberhelle Lachen deiner Mutter? Die Tante Maureen in England, die hat ganze Garnituren aus Schildpatt. Prachtvoll, sag ich dir. Kämme und Bürsten und Haarnadeln. Und eigentlich ökologisch wertvoll. Und biologisch abbaubar. Was ist denn? Mami! Ich schwör's, es war nur ein ganz kleines, ein klitzekleines, ein winziges Nightcap'chen oder zwei. Sie räumt deine Mutter weg, sonst vergesse ich mich. Warum sind alle so böse zu mir? Mami, fang nicht wieder damit an. Hat wer ein Aspirin? Keiner liebt mich, keiner. Glaubt ihr, ich sehe das nicht? Glaubt ihr, ich merke das nicht, dass ich euch auf die Nerven gehe? Aber Mami. Nur weil ich auf Benehmen achte, im Gegensatz zu manchen anderen. Ja, ich weiß, es sind jetzt andere Zeiten als früher. Danke. Aber ich habe immer nur euer Bestes gewollt. Weil Noblesse oblige,
hat schon meine Großmama gesagt. Gute Nacht. Und was dich betrifft, pass auf dich auf. Was meint sie? Keine Ahnung. Das konserviert, das scharfe Zeug, gell? Ich weiß es. Hui! Acht Jahre. Dann ist das Sissi groß genug. Dann gehe ich in Pension und wir ziehen hierher. Nur wir zwei. Et nos enfants? Adi, tu nous ramasses de bonnes affaires? Fiancé. Oui. Edgar. Thanks. Merci. Oh, das Zeug juckt. Na und? Das gehört sich so. Nein. Es geht doch nichts über den Kolonialstil. Ich bin mir glaubt, ich kann kochen. Aber der da, na, das ist unübertrefflich. Dabei sind so einfache Menschen. Ich gehe ins Wasser. Ich auch. Jonas, was ist das? Was habt ihr denn? Luisel, verschwind! Verschwind! Der Jonas hat einen Aussatz. Lepra, Puppenpest, was weiß ich? Greif ihm doch nicht an! Mama, bitte beruhig dich! Luise, sag doch was, bitte. Du weißt doch, was ich mein. Die Mitzel hat ja bloß Angst um das Kind. Das Kind, das die Luisel erwartet. Wieso weißt denn du das? Als Mutter spürt man sowas. Gell, Luisel? Thank you.
das noch einmal antust, in deinem Alter. Merry Christmas. Schwein Noel. No, was ist? Was hat der Doktor gesagt? Varizelle. Varibos? Varizelle sind Schafblattern, ganz gewöhnliche Schafblattern. Haben wir alle schon gehabt. Nur der Jonas nicht. Also jetzt hört's mal auf. Jetzt haben wir extra von so weit hergekommen und jetzt ist nichts. Keine Hochzeit, kein gar nichts. Nur Fari. Wieso? Was hat denn das damit zu tun? Na, sei mir nicht böse. So wie der Jonas ausschaut, so kann man doch nicht heiraten. Der Jonas steht über sowas. Der Jonas ist kein Spießer. Also da muss ich dem Mitzel wirklich recht geben. Und das hat gar nichts mit Spießertum zu tun. So kann der Jonas nicht heiraten. Das wäre ja eine Zumutung für alle. Er sieht ja aus wie ein Clown. Das stört dich? Natürlich. Wäre ja peinlich, wenn du so auftrittst. Was denken denn die Leute sagen? Und? Was stehst du dafür? Dass ich's krieg. Noch einmal. Willst du das Ganze noch einmal? Wickeln, füttern, wickeln, füttern. Schlaflose Nächte, mindestens 2 Jahre. Sand spielen. Topferl gehen. Burgen bauen. Spinat speiben. Papa sagen. Kinder, die Mami und ich müssen euch was sagen. Das ist schon ein fetter Roboter. Nur abgedacht, das Blut zu fangen. Was ganz wichtig ist. Und der blaue, scheußlich, wie ein Haifischmaul. Schleich. Die Mami bekommt ein Kind. Der schwarze, das ist ein Parasit. Die sind giftig. Wieso? Aasfresser. Speib. Herrgott, seid ihr taub? Wir bekommen ein Baby. Gratuliere. Ein weiterer Schritt ins Chaos. Und was bekomme ich fürs Babysitten? Woo!
arbeiten die Oma mal? Ausgebotet. Das wird mal abgehen. Die vielen Vitamine. Frisch vom Baum. Nein, danke. Na, sowas. Hey, ich spür direkt, wie Jingerbär. Geradezu faltenlos. Gib mir doch eine. Hast du die Kinder gesehen? Nein. Schlafen die noch? Am letzten Tag ist das schade um die Zeit. Aber bitte, jetzt, wo eh nichts passiert, keine Hochzeit, na ja. Aber ich danke dir trotzdem, Lilibet. Von ganzem Herzen. Weißt du, ich hab dich ja eigentlich nie so sehr, na ja. Aber dass mir das noch vergönnt ist, dieses Paradies, das habe ich nur dir zu verdanken. Na geh. Okay. Und nicht den Kindern. Nein, nein. Seien wir ehrlich, in Wirklichkeit, die wollen uns doch gar nicht. Also, das sehe ich ein bisschen anders. Ich habe mit meinen Töchtern immer ein sehr harmonisches Verhältnis gehabt. Darauf habe ich immer höchsten Wert gelegt. Eine Mutter ist die beste Freundin ihrer Töchter. Da gibt's natürlich manchmal kleine Irritationen. Aber im Großen und Ganzen sind wir innig verbunden. Ist es nicht komisch? Die Luisel ist doch eine Frühaufsteherin. Und jetzt ist schon Mittag. Na, das glaube ich nicht. Na, die wären doch nicht ohne uns. Na, sicher nicht. Doch nicht ohne mich. Doch nicht ohne ihre eigene Mutter. Das glaube ich einfach nicht. Das würden die doch nie tun. Ja, aber dabei ist heute auch noch Weihnachten. Nein, das ist ein Elend. Mitzel. Große Geister stehen über sowas. Geschafft. Und ohne Müttergetuch. Keine Träne. Keine Szenen. Also mir tun die zwei leid. Mir auch. Also das ist jetzt interessant. Und wieso? Weil sie alt sind. Und allein. Mitzel. Lächeln. Danke. Also, Mitzel, ich wünsche dir alles, alles Gute und fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Ja. O Palmenbaum, o Palmenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn's nicht schneit. Oh, Palmenbaum, oh, Palmenbaum, wo grüßt dich für ein Wetter? Grüßerlich, Liebling. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Joe? Hm? Möchte ich was fragen? Ah, ich weiß schon. Du willst verlängern. Ich glaub's nicht, dass das geht. Es ist hier so schön und so warm. Nur eine Woche. Luisa, denk doch einmal an die zwei armen alten Würstel. Jetzt haben wir es gerade im Regen stehen lassen. Sollen sie jetzt noch alleine zurückfliegen? Nein. Das ist keine gute Idee. Wir holen alles nach, wenn es einmal größer ist. Bis dahin bin ich zu alt. Ja, Kinderl. Selber da und selber laut. Sisi! Gregor, wir fahren! Ja! Da kann deine Mutter arme pünktlich sein, hast? Draußen wartet der Bus.
Wir versagen auch den Flieger. Lilibet! Die Oma weiß auch nicht besser. Lilibet! Ist jetzt verrückt, pitschnass, so können wir doch nicht fahren. Lilibet! Was ist denn? Was machst du denn für einen Krach? 10 Minuten ist Abfahrt. Was für ein herrlicher Tag. Jetzt bist du mich schon gespinnst, du? Du tanzt da im Schlafrock und da wartet der Bus. Nicht auf mich. Und das ist kein Schlafrock, das ist ein Negligé. Und außerdem, ich spinne nie. Guten Morgen. Guten Morgen, Alfred. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Lilibet. Guten Morgen. Was machen wir denn heute? Mein Gott, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Die Mitzel und ich bleiben. Wir haben uns gedacht, da ihr ja offensichtlich lieber allein seid, fliegt sie auch allein zurück. Die Mitzel und ich, wir hängen noch ein paar Wochen dran. Ist ja wirklich schön hier. Und damit ihr nicht zu spät kommt, habe ich mir erlaubt, euch den Hubschrauber zu bestellen. Kathi, das ist mein Hochzeitsgeschenk. So, Mitzel, und wir zwei nehmen uns jetzt ein Tretboot. Bussi. Und fliegt schön vorsichtig. Wart, Kathi. Kathi, bleib stehen. Wart ein bisschen. Ja, ist für dich. Von ganzem Herzen. Flying.